Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir super leckere Buttermilchtropfen in einer Express-Variante. Ziel ist es, die Brötchen innerhalb von 2 Stunden mit Teigherstellung zum Ofen rauszubekommen. Brötchen, gutes Stichwort, das ist auch das neue Thema in meinem Online-Kurs in der Backacademy, Brötchen und Semmel. Hier siehst du eine kleine Auswahl davon. Wir gehen wirklich querbeet. Wir arbeiten mit Hefe, Hefewasser, Sauerteig. Wir haben sehr lange Triebführungen mit wenig Sauerteiganteil. Dann haben wir mehr Sauerteiganteil mit Hefewasser. Oder wir haben auch Expressvarianten. Denn nicht jeder Tag ist gleich. Manchmal geht was vergessen, dann ist man vielleicht froh für so eine Express-Methode und die zeige ich dir heute. Wie immer gibt es eine Lektion aus dem Kurs, ein Rezept hier auf YouTube gratis. Ich sehe manchmal Kommentare, wenn ich hier auf YouTube den Kurs vorstelle. Das Video fängt erst nach 3 Minuten 25 an, das vorher war alles Werbung. Tut mir leid, ich erlaube mir hier Werbung zu machen, natürlich für die Backacademy, die kommt auch sehr gut an bei den Mitgliedern, die Community wird immer größer und zudem gibt es so viel gratis von mir, da darf ich schon mal ein bisschen Werbung machen. Der Kurs gibt es aktuell noch rabattiert. Falls du die Backacademy-Mitgliedschaft testen möchtest, kannst du das 7 Tage sogar gratis, dann hast du gleich Zugriff auf alle Kurse. Schau es dir an, vielleicht ist es was für dich. Verlinke ich dir. Ich denke, es wird was für dich sein. Es ist wirklich cool. Auch die Community, die da wächst und einander unterstützt. Zudem immer neue Kurse, top aktuell. Aktueller als mein Buch, ich muss wirklich sagen. Denn hier kann ich natürlich viel schneller reagieren als ein Buch, wo man wirklich fast ein Jahr dran schreibt und so viele Leute involviert sind. Und hier kann ich wirklich die neuesten Trends gleich einbringen, die neuesten Erfahrungen. Darum, du siehst es auch bei meinen Videos, teilweise ändert wieder was. Backe ich ein bisschen anders, mache ich das anders. Das ist einfach, weil ich auch wieder dazulerne, frisch inspiriert wurde und nochmal dir zeigen möchte, wie man es nochmal besser macht. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Lektion. Jetzt noch der kurze Trailer und dann kannst du loslegen. Wenn du nicht dabei bist, auch dann natürlich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in einem regulären Video wieder. Bis dann, dein Marcel. Brötchen und Semmel, neuer Kurs in der Backacademy vom Backen mit Hefewasser, Sauerteig, Frischhefe über verschiedenste Triebführungen, lange Triebführung oder auch Expressmethoden. Innerhalb von 2 Stunden sind die Brötchen zum Ofen rausgebacken. Dieses und vieles mehr im neuen Kurs in der Backacademy. Überzeuge dich selber, besuche jetzt die Webseite und schau, was alles im Kurs enthalten ist. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Jetzt sind wir bei den Expressbrötchen angelangt und jetzt mache ich Buttermilchbrötchen oder so eine Tropfenart. Expressbrötchen, das Ziel ist, innerhalb von 2 Stunden sollen die gebacken sein. Das heißt, Teigherstellung, kneten, Zutaten vorbereiten, 20 Minuten, 30 Minuten Stockgare. Das heißt, aufgehen lassen, 10 Minuten etwa formen, dann ist 1 Stunde schon vorbei. Dann lassen wir sie nochmal aufgehen, je nach Thema, 40 Minuten vielleicht. Backen, 20 Minuten und dann sind die 2 Stunden fertig und sie kommen zum Ofen raus. Ist nicht immer zwingend notwendig. Klar, du kannst auch eine längere Gare machen, aber ich weiß, dass viele von euch gerne Brötchen haben, die auch mal schnell gehen und da sind diese Rezepte perfekt. Für das Rezept brauche ich 200 Gramm Wasser, 200 Gramm Buttermilch,
300 Gramm Weizenmehl Typ 550, in der Schweiz klassisches Weißmehl. 150 Gramm Dinkel-Vollkornmehl oder Urdinkel-Vollkornmehl. 100 Gramm helles Roggenmehl. 12 Gramm Salz. 16 Gramm Frischhefe. Dann wichtig, damit wir noch eine feuchte Krume bekommen, mehr Geschmack, damit die Stärke schneller abgebaut wird, 10 Gramm Malz. Und für noch mehr Geschmack 20 Gramm Sauerteig. Falls du keinen Sauerteig hast, nimm einfach total 20 Gramm Hefe. Aber Sauerteig ist hier weniger für den Trieb, sondern mehr wirklich für noch mehr Geschmack reinzubringen bei dieser kurzen Zeit. Küchenmaschine schließen und zu einem Teig kneten. Auf kleiner Stufe starten und nach 2-3 Minuten das Tempo erhöhen. Nach 10 Minuten Knetzeit ist der Teig wunderbar geknetet. Rausnehmen, einfach ein bisschen Mehl rein, sofort stoppen, dann klebt der Teig nicht und zum Bearbeiten kannst du auch gerne ein bisschen Wasser nehmen. So rein, wunderbare Konsistenz. Fenstertest kann ich dir auch noch kurz zeigen. Kann ich mir jetzt wunderbar auseinanderziehen. Obwohl wir hier auch Roggenmehl und Vollkornmehl drin haben, geht trotzdem wunderbar. Zudecken und für 30 Minuten gehen lassen. Da mache ich auch kein Dehnen und Falten, einfach aufgehen lassen für 30 Minuten. 30 Minuten später, der Teig hat sich schön entwickelt, da geht die Post ab. Teig rausnehmen. Stücke zu 80 Gramm portionieren, je nachdem kannst du auch 100 Gramm machen, leichter, schwerer, wie immer ist das kein Problem. Wenn es nicht ganz aufgeht, den Rest einfach noch ein bisschen aufteilen. Dann Grundform wieder rund. Ins Mehl klopfen, weg vom Mehl, klebt unten schön am Tisch, kann ich sie richtig schön rumformen. Voilà. Und jetzt für den Tropfen nur noch seitlich ein bisschen abdrücken. Auf einer Seite Druck geben, dann habe ich einen Tropfen. Ich backe die auf dem heißen Blech oder Pizzastein, darum hier direkt absetzen. Nur hier seitlich Druck geben. Einfach mal was anderes, die kannst du natürlich auch lang oder rund lassen. Ich zeige dir einfach verschiedene Formen, nimm raus, was du gerne umsetzen möchtest. Dann zum Schluss noch etwas Roggenmehl in ein Sieb und oben darüber stauben. Und jetzt 30 bis 40 Minuten gehen lassen, je nachdem, ob du gerade im Sommer bist oder Winter. Ofen in der Zwischenzeit auf 220 Grad vorheizen. Die Tropfen sind ready für den Ofen. Die werden jetzt noch eingeschnitten, sind schön aufgegangen. Nehme ich ein Messer, scharfe Klinge, schneide ich einmal so senkrecht ein. Nicht allzu tief. Einmal so durchschneiden, vorne in den Spitzen rein. Dann auf ein Backblech ziehen. So ist das Handling etwas einfacher als auf dem Schießer.
ziehe ich hier auf mein Backblech oder Pizzastein, wie du auch immer backen willst. Alternativ natürlich auch auf einem normalen Backblech backbar. Da gehen alle Methoden. Schön verteilen. Dann oben wieder das Backblech einsetzen. Wasser aufgießen. Und erstmal für 15 Minuten bei 220 Grad backen. Wunderbare Brötchen, schau dir die Dinger mal an. Dampf ablassen und nochmal 10 bis 15 Minuten knusprig ausbacken. 10 weitere Minuten später sind die Brötchen wunderbar gebacken. Fahre ich unten rein, nehme die zum Ofen raus. Guck dir die schönen Dinger mal an. Wunderschöne Farbe und das alles in 2 Stunden. Richtig toll auskühlen lassen und reinbeißen. Frisch rasiert und umgezogen werden die Brötchen jetzt probiert. Die konnten jetzt genügend lange auskühlen. Schneiden wir rein, schon mal eine wunderschöne Farbe und wunderschöne Brötchenform. Krumenstruktur schön weich. Aroma auch gut. Zarte Kruste für 2 Stunden wunderbar gelungen. Wirklich ein gutes Aroma. Klar, Hefe reduzieren, länger gehen lassen, dann aber das Malz weglassen, wenn es über 12 Stunden ist. Richtig lecker. Ich genieße noch fertig. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion.